Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Zoo. Ja, da ist es, das Europack. Das Europack und ein kostenloses Update, nämlich 1.8. An dieser Stelle erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Dahlia von Frontier, die mir einen kostenlosen Key für das Pack zur Verfügung gestellt hat. Und mit dem ich euch jetzt zeigen möchte, was alles drin ist in dem neuen Pack. Ich habe es mir auch nochmal aufgeschrieben. Da wollte ich jetzt nicht so ganz unvorbereitet reingehen. So, also, zuerst mal noch die Information. Ich weiß gerade nicht, wie lange das noch gilt. Das heißt, guckt einfach mal rein bei Steam. Die Grundversion von Planet Zoo ist momentan stark reduziert, nämlich um 75% auf 11,24 Euro. Also, wenn ihr Planet Zoo spielen möchtet und ihr habt das Grundspiel noch nicht, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen und euch das Spiel zu sichern. Ja, und das Europack kostet wie alle neuen DLCs 9,99 Euro, zusätzlich eben oben auf das normale Spiel oben drauf. Und es kommt mit 5 neuen Tierarten, nämlich dem Alpensteinbock, dem Eurasischen Luchs. Oh, und der sah so toll aus im Trailer, der hat mich total verzaubert. Dammhirsche sind reingekommen, der europäische Dachs. Da gibt es übrigens auch die Möglichkeit, da Dachse sich ja gern in Höhlen vergraben oder ja in unterirdischen Bauen leben, im Dachsbau nämlich. Da kann man Webcams reinstellen und dann direkt auf eine Werbetafel live streamen, was in unterirdischen Dachsbauten so los ist. Finde ich auch sehr, sehr cool. Und Feuersalamander als, ja natürlich nicht Gehegetier, sondern Vivarientier. Genau. Und wir haben über 250 neue Szenerieobjekte im Stil von Venedig oder Amsterdam zum Beispiel, eben europäisch. Mittelalterliche Schilder, wir können jetzt, erinnert ihr euch an das Weihnachtsdorf? Das können wir jetzt noch besser gestalten, denn es gibt auch richtig schöne Lichterketten. Und es gibt auch ein neues Szenario, was wir spielen können. Dem möchte ich mich eher weniger widmen. Ich möchte weitermachen im Sandbox-Zoo und da als nächstes die neuen europäischen Tiere alle mal mit reinnehmen. Das passt ja jetzt eigentlich auch ganz gut zu dem Paro, mit dem wir angefangen haben. Genau. Und was ist mit dem kostenlosen Update 1.8 reingekommen? Baue. Mit Bauen zeigen deine Erdferkel und europäischen Dachse neue Verhaltensweisen im Untergrund. Genau, das ist das, was ich eben schon mal mit der Kamera angesprochen hatte. Restaurants. Öffne und betreibe Restaurants, um den Hunger der Gäste, ihren Durst und ihren Energiebedarf zu regeln. Also quasi die eierlegende Wollmilchsau in puncto Gästezufriedenheit. Und Gedenktafeln. Verewige deine geliebten Tiere mit Gedenktafeln, auf dass sie nicht vergessen werden. Das ist auch süß. Finde ich goldig. So, und ich würde sagen, wir fahren jetzt direkt fort mit meinem Sandbox-Zoo. Und wie gesagt, da werden jetzt als nächstes, glaube ich, tatsächlich die 5 neuen Tierarten einziehen, die jetzt mit dem europäischen Pack reingekommen sind. Wie gesagt, der V hat den Anfang gemacht und ich finde, die anderen Tiere passen da eigentlich ziemlich gut zu. Wird es natürlich auch so ein bisschen bergauf, bergab mal gehen. Das ist ja bislang gestalterisch nicht so unbedingt mein großes Steckenpferd gewesen, aber ja, schauen wir mal. So, ja, die frieren sich hier einen ab. Das soll wohl so sein, im T-Shirt und kurzer Hose, wenn es schneit. Das glaube ich euch aufs Wort, dass ihr friert. So. Und jetzt werde ich mal schauen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ich glaube tatsächlich, ich kann ja leider das nicht so machen, dass wir außerhalb des Geheges dann auch Berge haben. Leider geht das nicht. Ich muss ja mal gucken. Das sieht dann halt so ein bisschen komisch aus. So, die Szenerie ist jetzt hier gesperrt. Aber ich will hier einfach, die Steinböcke, die brauchen das ja huppelig. Da muss es ja auch mal ein bisschen bergauf und bergab gehen. So, Stempelradius, Stempelmodus. Die Größe, die machen wir jetzt mal ein bisschen kleiner.
Hoppala. Nee, eigentlich wollte ich nach oben stempeln. So rum. So, das wird jetzt hier ein bisschen angepasst. Und geglättet. Mache ich mit dem Tool, glaube ich, mal ein bisschen leichter. Ist das hier von vornherein schon so ein bisschen anpassen und angleichen. Mal so ein bisschen so eine Berglandschaft hier haben. Wenn man von Berglandschaft reden kann. Also wieder, ich weiß, dass ich im Terraforming bin ich definitiv eine Niete. Das weiß ich. Weiß ich leider selber. Da bin ich leider nicht besonders gut drin. So. Aber da basteln wir jetzt hier mal so ein bisschen. Das macht ja auch nichts, wenn sie da oben womöglich gar nicht drauf können. Das ist mir eigentlich auch noch relativ egal. Ich will es natürlich versuchen, dass sie da hin können. Aber ich will jetzt hauptsächlich erstmal so einen kleinen Berg hier hin haben. So, und nebenan, wo es dann so ein bisschen hügelig nur ist, dann so ein bisschen die Ausläufer von den Alpen quasi. Ui, hier ist es ja noch krasser hügelig. Hi. Hi, hier haben wir ja fast einen Vulkan. Okay, krass, das wusste ich gar nicht mehr. Ja, hier hinten werde ich dann wahrscheinlich die Luchse mal hinbasteln. Aber ja, hier kommen dann auf jeden Fall kommen dann die Steinböcke hin. Hier machen wir auch schon mal ein bisschen Wasser hin. Würde ich sagen, ruhiges Wasser sollte eigentlich soweit schon reichen. Genau, und dann gucken wir mal, wie wir hier basteln. Den Weg, den setzen wir dann nachher an. Jetzt gucke ich erstmal, wie wir das mit der Barriere machen. So. Da würde ich tatsächlich auch eine Betonbarriere nehmen. Und dann nehmen wir Glas. Das könnten wir auch gut nehmen. Zumindest hier vorne rum. Hier hinten würde ich, glaube ich, das hier nehmen wollen. Machen wir ganz lang. Genau, und jetzt sehen wir erstmal, dass wir es hier hinten einzäunen. Da-da-da-dam. Dam-da-dam-dam. So, das können wir auch gebogen machen. Das Glas können wir auch gebogen machen. Okay, das Glas würde ich jetzt hier aber gar nicht gebogen machen wollen. Ne, so wollte ich das nicht. Hoppala. Ah, stopp. Müssen wir mal gucken, ob wir hier vielleicht so einen Aussichtsturm hinbasteln können oder so. Ist jetzt hier vielleicht nicht ganz so schön. Hier wird hinten, ja, hier den verschieben wir mal noch ein bisschen. So ist besser. Und auf diese Art und Weise, ihr Lieben, könnt ihr nämlich auch Zäune, die es eigentlich nicht hingebogen gibt, könnt ihr dann auf einmal auch gebogen machen. So, und hier würde ich dann jetzt Fenster einbauen wollen. Von hier möchte ich, dass man überall reingucken kann.
Und hier hinten, da ist dann wieder dicht. So. Wiege. Blockweg, den machen wir jetzt auch mal ein bisschen länger. Und noch eins breiter. Den hat man sogar ganz breit. Ach Gott, nee, ach Gott, ich bin schon wieder blöd. Auf 5 Meter Breite sind wir. Genau. Hier würde ich jetzt euch ein bisschen näher rangehen. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, ich bin ja nicht gut mit dem Wegetool, aber wenn wann immer ihr ein Gehege baut, baut zuerst das Gehege und dann den Weg. Ansonsten werdet ihr fluchen wie ein Rohrspatz. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ich habe da schon so oft mich geärgert. Weil es dann einfach die größten Probleme gab, weil ich eigentlich gar nicht so dicht dran war am Gehege. Der mir trotzdem gesagt hat, ja, nee, das geht hier nicht mit der Barriere und oh Leute, das war einfach so mega nervig und deswegen gebe ich euch echt den Tipp, tut es nicht. tut es einfach nicht. Macht es nicht. Baut erst das Gehege und legt dann den Weg drumherum an. Weil dann kriegt ihr sowas hin und ich gebe euch Brief und Siegel. Hätte ich erst den Weg gebaut, dann hätte ich hier den Zaun wahrscheinlich gar nicht mehr lang bauen können, weil er mir wieder gesagt hätte, der ist aber der Weg im Weg. Ah, der Weg ist im Weg. Na, sowas aber auch. Ja, wie gesagt, da gebe ich euch Brief und Siegel, dass das so gelaufen wäre. So, Tierhandel. Ich möchte schon mal ganz kurz gucken. Spezies. Alpensteinbock. So. Da haben wir... Oh, ein gutes Weibchen. Obwohl die Lebenserwartung nicht so hoch ist. Aber es ist deutlich besser als das andere. Den nehmen wir schon mal auf. Männchen, der ist klein, aber ansonsten eigentlich ganz gut. Den Crest, den nehmen wir noch. Jetzt haben wir aber erstmal nur 2. Das wäre natürlich ein bisschen wenig. Die ist leider nicht so gut. Verbleibende Zeit. Naja, wir bekommen hier bald dann nochmal neue. Genau. Und jetzt würde ich mal ganz gern noch kurz schauen ins Zoopedia. Nach dem Alpensteinbock, was da sonst so Interessantes steht. So, was haben wir denn hier? Sollte eigentlich Dicke reichen, müssen wir mal gucken. Gruppengröße partnerlose Männchen ohne Jungtiere 2 bis 8, Gruppengröße partnerlose Weibchen 2 bis 20. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich... Gruppengröße ohne Jungtiere 2 bis 20. Bis zu 1 Männchen, bis zu 19 Weibchen. Okay, also wir brauchen nur ein einziges Männchen und der Rest sollten halt wirklich Weibchen sein. 2 ist okay, aber noch ein weiteres Weibchen wäre auf jeden Fall keine schlechte Sache. Da werde ich dann mal gucken, dass wir auch noch einen weiteren Alpensteinbock beim nächsten Mal finden. Und dann machen wir uns da dran, hier die Alpensteinböcke im Zoo begrüßen zu dürfen. So, was wir jetzt hier noch kurz machen... ist hier hinten einen Gehegeeingang hinzubauen. Ja, ich würde sagen, den setzen wir wirklich am besten mal dahin. Mitarbeiterweg. Den machen wir natürlich so schmal, wie es irgendwie geht. Und den möchte ich gerne da ansetzen. Okay, warum habe ich jetzt hier hinten... warum habe ich jetzt hier hinten einen Bordstein? Aha, jetzt ist er weg.
Okay, also ihr Lieben, das war's für heute und dann macht's gut bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal Dankeschön an Frontchef für das Europa-Pack, für das European-Pack. Habt ihr es euch denn schon geholt und wenn ja, habt ihr vielleicht das Szenario getestet oder habt ihr auch erstmal euch die neuen Tiere vielleicht im eigenen Zoo angeschaut? Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und was ihr schreibt und habt ihr Bock darauf, dass wir uns jetzt die ganzen neuen Tiere angucken? Ich lasse kein Nein gelten. Also dann, ihr Lieben, macht's gut und bis nächste Woche mit der nächsten Folge Planet Zoo. Tschüss! Sometimes I'm like a whisper in a riot, but I grow stronger, keep believing in it.